Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Survivor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter. Ja, wir waren beim Eduard stehen geblieben und haben hier ein bisschen Pellets gepresst, und zwar Heupellets. Ja, das Feld habe ich noch fertig gemacht. Wir haben dabei oben noch ein bisschen geerntet. Und es ist viel passiert. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Und deswegen werden wir hier auf jeden Fall die letzten Bahnen mal noch ziehen. Die letzten Pellets pressen. Und dann müssen wir das Ganze noch wegschaffen. Ich glaube, das Ganze sollte zu dem Bauer Horst, hatte der Eduard erwähnt. Und ja, dann werden wir das noch hochfahren. Das passt mir eigentlich auch ganz gut, weil mit dem Bauer Horst muss ich auf jeden Fall reden. Denn dort hat der Lanze mit seiner Frau mal gewohnt. Beziehungsweise, naja, wahrscheinlich ja eben seine Ex-Frau. Und ich wollte den Horst mal fragen, ob der eventuell noch irgendwelche Kontaktdaten von der hat, beziehungsweise irgendeine alte Telefonnummer oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber ich habe vor, die zu kontaktieren. Und ich glaube, das werde ich auch machen. So, aber ansonsten machen wir jetzt erstmal unsere Arbeit hier fertig. Dann müssen wir oben unsere Felder auch fertig machen. Und mal mit dem Eduard reden, weil der hat uns ja das letzte Mal gesagt, dass er in unsere Kartoffelernte involviert ist von dem Lohnunternehmer Schafmeister. Den hat man ja beauftragt. Und da müssen wir mal fragen, ob die dann direkt damit anfangen. Die Kartoffeln kommen hier nämlich ganz gelegen eigentlich. Wir werden zwar, ja, ganz ehrlich gesagt, nicht viel Ertrag rausbringen, weil die schlechtesten Bedingungen, die es überhaupt gibt zum Ernten, das Feld ist nicht gepflügt, es fehlt Kalk, es fehlen die Düngerstufen. Aber wir haben das Feld eben nur so übernommen und bekommen, jetzt holen wir die Kartoffeln da einmal alle runter und schaffen sie zumindest in den Verkauf, in der Hoffnung, dass wir im Vergleich, was die Ernte kosten wird, ein wenig Plus machen. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall klappen. So, gut, perfekt. Dann haben wir hier schon mal alle Pellets eingesammelt. Laden die noch hier oben ab, beziehungsweise alle Pellets gepresst. Komm, hier ist auch noch ein bisschen Heu. Ganz so unsauber wollen wir die Geschichte ja hier nicht hinterlassen. So, dann laden wir das einmal hier ab. Moment. Ups. Und dann können wir direkt losfahren. Was denn der Eduard da hinten am Bäumchen? Ich glaube, der macht gleich das Nickerchen. Also dafür, dass er keine Zeit hat, beziehungsweise Hilfe braucht, ja, ist er ganz schön tiefenentspannt hier. So, einmal hier noch ran an den Anhänger. Perfekt. Eduard! Hallo, warte mal kurz. Was machst denn du da? Ich bin doch... Oh nee, Eduard, nee. Das ist nicht dein Ernst. Ja, ich muss ja, ich du hast 50 gesagt, Meter bis zum Hof, Eduard. Das war ein bisschen enge, Mensch. Oh nee, da kann ich hin. Da kann ich hin. Tut mir echt leid, aber da bin ich raus. So, pass auf, ich bin. Oh, warte mal ganz kurz. Warte mal, da klingelt mein Telefon, Eduard. Warte mal. Ja, hallo? Hallo? Ja, hallo, der Fusch hier. Ja, servus, Grüße. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass wir mit dem Solarpark fertig sind. Der Solarpark? Ja, die Wiese quasi oben, alles aufgebaut. Genau, da wäre alles soweit fertig. Wenn Sie möchten, können Sie gerne hochkommen. Habt ihr meine Felder beschädigt? Ist alles heile geblieben. Alles heile geblieben. Der Gartenzaun steht auch noch? Der Gartenzaun steht auch noch. Gut. Na gut, super. Ich muss jetzt noch was Kleines erledigen. Ich würde dann aber nachher nochmal hochkommen. Ihr müsst ja noch in Ruhe zusammenpacken, oder? Genau. Wir haben den Bagger haben wir schon weg und das ja. Weitere machen wir jetzt eben noch. Okay, super, passt so. Gut, alles dann danke klar. Fürs Bescheid sagen. Ja, bis tschüss. Später. Tschüss. Tschüss. Eduard. Bist du fertig dabei, wie ich sehe, oder was? Ja, ich würde jetzt das noch zum Bauhorst, sollte das, ne? In die Palettieranlage. Ja, ist richtig. Gut, dann fahre ich das mal hoch. Ach, mir ja keinen Schaden an die Maschine. An die Maschine? Nee, alles gut. Denk dran. Guck mal hier, das lief richtig gut hier mit ihm. Hat auch echt viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Also die Pellets, tolle Sache, kann man nicht anders sagen. Die Bremos hier. Mal gucken, dass da auch keine Kratzer dran sind. Nein, sind keine Kratzer dran. So. Lanze muss ich schon noch anrufen. Ein Lanze, den wollte ich noch anrufen, Mensch. Ja. Anzeigen. Mich musst du gar nicht anzeigen. So, Eduard, jetzt fahre ich aber erstmal los. Ich sag dem Herrn Lanzel mal Bescheid, ja? Ja,
Ja, ich habe ja sowieso noch genug Arbeit, du scheiß Kartoffel jedes Mal. Ja, das sind meine. Da müssen wir echt sauber, da muss so viel wie möglich Ertrag rauskommen, weil ich will das direkt verkaufen. Oder kennst du vielleicht jemand, der Kartoffeln hier irgendwie, keine Ahnung? Ich mache mich mal gründig, ich weiß gar nicht, der Neue hier, der mit dir eingereist ist. Ja. Der macht doch einen auf Schwein. Der Damien? Ja, ja. Stimmt, den könnte ich mal fragen, der hat schon meine Rüben damals abgekauft. Ja, frag den mal. Ich mach dann jetzt gleich los. Ich schaff die Maschine rein. Okay. Dann mach ich die sauber und dann bin ich gleich an deinem Feld. Okay, super. Danke. Müsste es dann nochmal in Frontlader und einen Anhänger bringen. Ja, wo ist denn mein Traktor eigentlich? Nee, stopp. Du hast mich doch mit runtergenommen. Ist mein Traktor, ja. Ist noch ein Traktor am Hof? Nee. Nee, du bist doch dann wieder mit meinem Traktor gekommen. Sag mal, wer von den Späten ist denn so alt? Ja, der muss aber mal hier warten. Ich fahr da schnell zum Bauer Horst und dann komme ich wieder. Du musst mich ja wenigstens wieder mitnehmen. Gut, bis dann gleich. Ne? Tschüss. So, mal schauen, ob wir den Herrn Lanzler erreichen. Polizeiinspektion Illerbach. Lanzler im Apparat. Herr Lanzl? Hallo? Wer spricht denn da? Ja, Schewe, Landwirt. Was gibt's denn, Schiene? Ja, Herr Lanzl, ich bräuchte Sie eventuell mal bei mir am Hof. Ich würde gerne eine Anzeige gegen Unbekannt machen. Brauchst du mir am Hof oder brauchst du mir eventuell am Hof? Das ist ja ein Unterschied. Ja, also es geht um eine Vandalismusgeschichte. Was? Vandalismus in Ellerbach? Vandalismus in Ellerbach, ja. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin ja gerade noch kurz beim Bauer Horst und dann bin ich bei mir am Hof. Ja, ich muss noch schnell alles zerpflücken und dann komme ich. Okay, gut. Ja, gut, alles klar. Tschüss. So, dann zieh los, geh. Ja, tschüss. Ja, rufe ich den Davis nochmal schnell an, bevor der zerflickt wird, vielleicht. Hallo? Hallo? Ja, moin. Davis? Ja. Damien? Ja. Frage. Hier ist der Landwirt. Ja. Moin, ja, und zwar, du hast doch mal bei mir die Rüben abgekauft. Jo. Da waren giftige dabei. Hast du die schon verfüttert? Ja. Das war's. Das war's mit deinem Schwein. Da waren die. Haben die getestet, die sind giftig gewesen. Scheiße. Da war irgendwas hat er mit der Düngung nicht hingehauen. Ist. Meine ganzen Schweine. Ja. Nee, war ein Spaß. Ich wollte. Das waren die ersten 54 Schweine gewesen. Ich habe jetzt gedacht, jetzt ist vorbei hier. Ja, es ist so, du hast doch die Rüben abgekauft. Ja. Und du verfütterst sie doch an die Schweinchen. Genau. Ja, ich habe noch Kartoffeln. Nehme ich auch. Ach, echt? Ja, sicher. Okay, dann würde ich die zu dir hochbringen, die Kartoffeln. Weil ich ernte die jetzt und ich brauche die auf gar keinen Fall. Und dann würde ich dir die direkt hochbringen. Wie viel hast du denn da? Ich kann es dir nicht sagen, was rauskommt bei dem Feld. Also wie viel Kartoffeln insgesamt? Okay. Wie viel brauchst du denn? Ja, das ist die große Preisfrage. Wie groß ist denn das Feld ungefähr? Hast du eine Hektaranzahl? Dann kann ich vielleicht das ist das Feld Nummer 7. Guck mal, ich muss meine Karte hier mal eben aufschlagen. Ah, da, so. Feld 7, da oben. Ach, weißt du was? Die nehme ich alle. Die 7, ja. Also die sind, also der Ertrag wird nicht sehr hoch sein, weil nicht gedüngt, ich habe das Feld nur so übernommen, nicht gedüngt, ja. Kein Kalk und so weiter und so fort. Achso, nee, überhaupt kein Problem. Schmeiß mal alles rüber, das kaufe ich dir ab. Okay, perfekt. Machen wir so, ja. Ja, noch kurz eine andere Frage. Ich hatte dich schon mal gefragt, aber Mais ist bei dir noch nicht angekommen, oder? Oh, ich gehe kaputt. Angekommen? Also, nee, ich habe kein Mais, nee. Okay. Aber vielleicht fragst du mal den Bosbach, der ist doch bei dir. Ja, den frage ich wohl mal. Der stimmt, der hat ja Mais, ja, kann ich mal fragen. Ja. Ich habe jetzt hier was anderes am Dampfen. Ich muss mal auslegen. Gut, okay, tschüssi. Ah, tschüss. Wo ist er denn? Was macht er denn? Horst? Hallo, Horst?
Moin, Herr Schäfer. Moin, meine Güte, hast du eine enge Einfahrt. Wo muss das überhaupt hin hier? Das ist die Pelletlieferung, Strohpellets. Oh, da sind sie leider ganz falsch. Die ist da hinten, hinter uns, also im Feld da hinten. Oh. Komme ich hier vorne rum? Wenn ich hier geradeaus weiterfahre? Ja, sie können höchstens über die Wiese abkürzen. Geradeaus und dann da links hoch über die Wiese, kannst du da drüber fahren? Ja, die ist alles gut, da können sie drüber fahren. Okay, perfekt. Gut, ich habe dann sowieso noch mal eine Frage. Ich werde mal hochfahren zur Palettierung, ja? Ja, kein Problem. So, machen wir das. Bis gleich. Jo, tschüss. Ciao. So, da wären wir hier. Da haben wir das mal Lörnig hier mit der Ecke. Dann fahren wir jetzt einfach mal hier weiter. Da ist auch gut was drin hier in dem Anhänger. Da kann man mal gar nichts sagen. So. Ich glaube, die Wiese hier meint er. Perfekt. Einmal hier drüber. Jawohl, da oben ist er schon. Und jetzt aber mit Anlauf. Alter Vater. Uiuiuiuiuiuiui. Das war aber knapp. Das war aber wirklich knapp. Also da hätte aber nicht viel mehr drin sein dürfen. So, wo ist denn jetzt die Palettierung aber hier? ZR hier, Sonnenblumen. Ach ja, Sonnenblumen. Das ist auch kein Mais, ne? Tja, der Damien, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Mit Mais? Gut, die andere Seite ist, wenn wir Mais anbauen, hätten wir auf jeden Fall einen Käufer, ne? Das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Ach, da hinten sehe ich die Halle doch schon stehen, ey. So, perfekt. Er hat auch ein schönes Land hier oben, ey, muss man wirklich sagen. Hier ist doch Mais. Hier hat er doch Mais angebaut. Da täusche ich mich jetzt. Nee, das ist Mais. Muss ich ihn mal fragen, vielleicht kann ich da ein gutes Geschäft machen. Vielleicht kann ich dem den Mais abkaufen. Und verkaufe den einfach weiter. So, ach du grüne Neune. Ja, das läuft ja hier. Na, Schäfe, hier ist einfacher, oder? Hier ja, rumzufahren. Hier passt. Sag mal, war das deine Anhänger? Der vordere ist meiner, der Agroliner, und der hintere müsste vom Alois der gewesen sein. Aber ist kein Problem, den kann ich ja hinbringen. Kann ich die beide hier abhängen einfach? Ja, alles gut, die rollen schon weg. So. Aber da hat gerade der Fan ganz schön gekämpft den Berg rauf. Alter Vater, da hätte nicht viel mehr drin sein dürfen. Da wäre aber ja, Feierabend gewesen hier. Ich dachte schon, ich darf schieben. Ja, auf der Wiese ist immer so eine Sache, ne? Ja. Horst, du hast hier Mais angebaut, Mensch. Was machst du denn damit? Ja, Luna neben wollte ich dann beauftragen, damit sie meinen Mais eben abändern zu Körnermais. Und dann? Ja, erstmal einlagern, ist ja Biomais. Okay, wo, angenommen, man bräuchte jetzt was, wo wird denn da der Preis liegen? Männchen, gucke ich mal nach. Hast du da so eine Idee schon? Also. Ja, müsste so um die 500 liegen, die 1000 Liter. Um die 500? Ja. Könnte ich dir was abkaufen? Ja, kein Problem. Was brauchst denn du Mais? Naja, ich bräuchte ein bisschen Mais für meine Tiere. Also, ja, so zum Anfüttern mal und so. Ah, okay. Ja. Kühe und Mais. Hm? Kühe und Mais. Nee, ich will vielleicht noch ein paar Schweinchen holen. Ach so, okay. Ja, dann alles gut. Ja, nee, ist kein Problem. Einfach Bescheid sagen. Okay. Ich muss mal schauen, wie viel runterkommt. Zu groß ist das Feld nicht. Okay. Aber da können wir klar was machen. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall mal Bescheid sagen. Ich denke mal, so 10.000, 15.000 Liter würde ich dir auf jeden Fall gerne abkaufen. Nö, kein Problem, notiere ich mir. Okay, super. Für 500. Und eine Frage, Mensch. Horst, wir haben uns ja schon mal unterhalten. Über? Den, Lanze. Ja. Ich weiß, haube den nicht wieder ab. Ich weiß, es scheint ein sensibles Thema zu sein. Aber ich kann einfach meine Finger nicht davon lassen und ich muss einfach ein bisschen Nachforschung antreten. Und ich weiß, dass der Herr Lanzel eben, glaube ich, sehr, sehr unter dieser Situation, wie das damals hier stattgefunden hat. Ich kenne auch nicht die Details, aber er hat mir tatsächlich einiges erzählt. Aber ziemlich drunter leidet. Okay. Also er ist, ich will es mal so sagen, aber es bleibt unter uns, Horst. Ja, auf jeden Fall. Er ist halt so ein bisschen, naja, zusammengebrochen, will ich mal sagen. Bei mir auf dem Hof. Also er hat auf jeden Fall... Gott, wenn du das jemand erzählst, ich glaube, dann knallt er mich ab. Er hat geweint. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Der Lanzer hat geweint. Ich war ehrlich? Für mich auch nicht vorstellbar. Der war dann fix und fertig. Also man hat halt einfach richtig gesehen, wie nah es ihm ging.
Okay. Das mit seiner Frau und was auch immer da noch gewesen ist. Ich weiß ja nicht. Ich kenne jetzt auch nicht die Details. Aber. Genau, kenne ich die ganzen Details auch nicht. Ich kenne nur das Hören sagen von dem einen, dann von dem anderen. Der erzählt so, der andere so. Deswegen am besten raushalten und dann kann man nichts Falsches sagen. Wo wir sind beim Thema raushalten. Ja. Die haben ja mal hier gewohnt. Ja. Das heißt, du hast ja zwangsweise mit beiden mal was zu tun gehabt. Ja, nur kurz Übergabe, Kaufvertrag und dann war es das eigentlich auch. Der Makler hat mehr den Hof vorgestellt und halt eben auch gezeigt und die Führung gemacht. Aber zum Unterschreiben beim Notar waren sie beide anwesend. Kannst du vielleicht, wenn du das machen würdest, es würde auch wirklich absolut unter uns bleiben, ich würde schweigen bis ins Grab, in deinen Unterlagen schauen, ob du vielleicht irgendwelche Kontaktdaten oder eine Telefonnummer oder so von der Frau Lanzel hast. Ich glaube, der knast mich ein, wenn der es rausbekommt. Der wird also das nicht. Mit der Sicherheit steht da was drin, weil das sind ja alle Daten, Ausweisdaten, alles hinterlegt im Kaufvertrag. Also ich schwöre dir, ich schwöre dir wirklich, ich werde das niemandem erzählen. Und ich habe da was vor, aber ich kann da nicht näher drüber sprechen. Also ich gucke nach, aber halt mich aus der Sache raus. Wir haben uns nie heute hier gesehen und ich habe noch nichts über mich. Genau. Ich gehe mal vor ins Haus und schau nach. Ich bin gleich wieder da, ja? Ja, schau mal nach und wie gesagt, also ich habe mit dir darüber nie gesprochen. Ich fahre mit dem Traktor wieder vor, ne? Okay, ja, genau. Danke dir, Boss. Gott, vielleicht kann der uns weiterhelfen. Das wäre natürlich eine Hausnummer. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, aber ich muss sie einfach kontaktieren, glaube ich. Ich rufe sie an. Und frag sie. Ich weiß nicht, was ich sie frage, wenn ich ehrlich bin. Verdammt. Ich sollte mir da recht überlegen, was ich sie frage. Ich kann die auch nicht einfach anrufen, kann sagen: Hey, hier ist der Schäbe. Wer? Der Schäbe, der Landbert, Mensch. Der Herr Lanzel, der wollte mich schon ein paar Mal abknallen. Lanzel ist Ihnen im Begriff, oder? Ach, Sie sind die Frau Lanzel. Nein. Das ist ja ein dummer Zufall. Ja, kann ich mal mit Ihnen sprechen über die vergangene Situation? Können Sie sich bitte wieder vertragen? Nee, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, dann knallt der Lanzel mich wirklich ab. Aber ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, ihm zu helfen, weil das mich schon sehr traurig gemacht hat, wo er am Hof bei mir oben halt so niedergeschmettert war. Ich meine, scheint schon was Ernsthaftes. Vielleicht hat sich's ja auch erledigt, vielleicht hat sie auch gar kein Interesse, mit mir zu reden oder sonstiges. Weiß man ja alles nicht. Vielleicht erreicht sie überhaupt nicht, vielleicht sind die Daten überhaupt nicht mehr aktuell. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lehne mich mit der Aktion auf jeden Fall sehr weit aus dem Fenster, aber hey, was soll's. Ist halt so. Und, Post, wie sieht's aus? Herr Schäfer, hier. Ich habe Ihnen nichts gegeben. Oh, okay. Ich steck's gleich in die Tasche. Gut. Gut, ich komme wegen dem Mais nochmal auf Sie zurück, ja? Kein Problem. Wie gesagt, Lohnunternehmen ist gleich zum Ernten beauftragt und dann kann ich auch sagen, wie viel runtergekommen ist. Perfekt, ich danke Ihnen vielmals. Gut, ich räume die Anhänger auf hin. Ich danke Ihnen fürs Bringen. Ja, tschüss. Ciao. Okay, jetzt aber schnell weg. Okay, dann probieren wir einfach mal unser Glück. Ob wir da noch jemand erreichen oder eben nicht. Mein Gott, wenn nicht, dann ist es halt so. Gut, jetzt, Moment, eine Sekunde eben. Da habe ich doch eine Idee. Hallo? Hallo, Damien? Ja, moin. Ja, Landbert hier nochmal. Ja, hi. Ja, pass auf. Ich kann dir doch will dir doch die Kartoffeln bringen. Ja, genau. Okay, pass auf. Also, ich habe mich mal ein bisschen umgehört, weil ich hier auch gerade ein paar Lieferungen ausfahre. Ja. Folgendes. Wie dringend brauchst du Mais? Mais brauche ich sehr, sehr dringend, um ehrlich zu sein. Sehr, sehr dringend. Okay, pass auf. 10.000 bis 15.000 Liter? Oh ja, das wäre schon mal ein Anfang, ja. Problem ist der Kurs. So? Ja, es gibt kaum Mais hier aktuell und die rufen ganz schön Preise auf. Was wollen die denn für Mais? Also ich kann dir das weitervermitteln. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, was er gesagt hat. Für 10.000 Liter? Für 10.000 Liter 12.000. Was? Ja. Also 10.000 Liter, 12, ja genau. Das ist schon. Das ist schon teuer, oder? Das ist aber echt viel, ja.
Ich weiß nicht, vielleicht kann ich, ich glaube, das sind 1200 pro 1000 Liter, oder? Ja, das ist aber eine Menge, da warte ich lieber, bis mein Feld fertig ist. Und ich kann höchstens mal fragen, ob er vielleicht, wenn 15.000 und kann da mal ein bisschen verhandeln. Ja, versuch mal. Also was ist denn die Grenze? Weiß nicht, ich habe eigentlich so gedacht, weil es wirklich Mangelware ist, vielleicht hier 700 die 1000 Liter oder so. Das glaube ich nicht möglich. Nicht? Nee. Also ich denke mal, unter 1000 wird wohl kaum einer gehen. Was? Ja. Also wie gesagt, also 1000, vielleicht schaffe ich 10.000 für 10.000. Das ist eine Option. Also ich... Ja, können wir hinkriegen. Pass auf, ich hänge mich nochmal rein. Ich frage den nochmal und ich guck mal was. Aber ich sag mal, 10.000 für 10.000 wäre absolute Obergrenze. Okay, also wenn er nicht bis auf 1000 runter geht, dann sage ich ab. Ja. Okay? Okay. Gut, alles klar. Ich melde mich dann gleich nochmal, ja? Ja, mach das. Gut, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Eduard! Eduard! Ja, Mensch, komm, wir müssen hoch zum Hof, los. Ja, ich eile doch schön. Guck mal, ich hab deinen Traktor hier wieder hingestellt, auf geht's. Ja, der wird sich jetzt auch, ey. Entschuldigung, ich hatte noch was mit dem Host zu besprechen. Aber die Pellets sind alles oben angekommen, ist alles erledigt, alles gut. Ist doch gut. Ja, pass mal, wir hatten ja das Thema mit den Hühnern. Ja. Du warst ja noch nicht an deinem Hof, ne? Ach so, weil du gesagt hast, du willst mich den Hühnern bezahlen. Ja, pass mal, ich bin ja nur okay und Mensch. Ja. Ah! Ja, Gott, ein Baum. Mhm. Also, du bist aber schön ausgewichen. Starke ja. Reaktion auf jeden Fall, Eduard. Ja. Also gekonnt ist gekonnt. Mhm. Ja, was mal auf die Hühner, die hab ich ja in Paketen schon schicken lassen, die müssten da sein. Mhm. Ach so, echt? Ja, also wie Hühner mal, in Paketen? Naja, ich lasse die immer so liefern. Oh mein Gott, na gut. Boah, lass auch rein, da geht das schön. Mhm. Eduard, ganz toll. Aber ja, schauen wir, ob sie noch leben. Sticker. Nicht so viel Geld, du musst doch aussehen. Man muss ja sehen, wo man bleibt im Alter. Ja, okay. Also hast du mir ein paar Hühner liefern lassen und das ist meine Bezahlung. Ja. Okay, ist in Ordnung, finde ich gut. Finde ich gut. Fertig, aber wenn du dich damit zufrieden gibst, ist es besser für mich. Nee, ich würde dich nicht unterbrechen. Aha, ist da, aber es wieder. Mit dem Geld geil. Na, gar nicht! Pass auf. Hältst du davon? Ist frei, ja. Wir sind eh immer auf der Straße. Nein, ich würde es. Wenn nicht, wäre auch schlecht gewesen. Naja, Alter hat immer Vorrang. Mhm. Also, pass auf, ich würde mal sagen, warte mal, den Kopf rechnen. 4 und 7 sind 8. Naja, pass auf. Ja, du gehst mit Mensch, hättest du nur wirklich eine bitte Arbeit. Ja. Da machen wir halt. Essen von 2500. Und das ist sehr nett, Eduard. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Ah, der ist da wegen dem Drescher. Ja, ist doch wie das, ne? Ja. Das trifft sich doch gut. Ne, das ist doch klasse, dann machen wir das so, Eduard. Aber hier, guck erstmal, ob die Hühner da sind. Ja. Aber, meine lieben Freunde, die Hühner sind eingetroffen. Sehr schön. Das heißt, wir haben ein paar. Oh, super, Eduard. Die sehen ja echt alle klasse aus. Ja, ich finde die auch hässlich. Ja, dann heißt jetzt so schnell. Dann heißt jetzt schnell Hühnerfutter rein und los geht's. Dann haben wir die ersten Eier für unsere Produktion. Gut, perfekt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst unbedingt das Däumchen da, Leute. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung zur Geschichte in die Kommentare. Macht gern Vorschläge, wie soll es weitergehen und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt, eure Kommentare zu lesen. Bis dahin. Tschüss.